üblicherweise macht, man hat einen Text und dazu hat man vielleicht noch eine Foto oder Bilder oder Videos aus der Richtung und dann ein Video dazu. Sondern ich interessiere mich dafür, wie man Video in das Projekt integrieren kann. Also wie es nicht nur einfach ein Flash-Plugin ist oder sowas, sondern wie man direkt in ein Video verlinken kann, zum Beispiel in einer Sekunde 13 oder sowas. Oder wie man zum Beispiel aufgrund eines Klicks auf eine Seite Inhalte verändern kann, also zum Beispiel Videos eben interaktiv machen. Wir haben ja zum Beispiel die Perversion gerade, dass zum Beispiel Tweets abgefilmt werden, was ja echt total dubios ist, weil wir sind im Web. Und dann werden Feeds für Webvideos abgefilmt. Man kann aber ja eigentlich sagen, okay, an dieser Stelle, wo der Tweet kommen soll, sagen wir von 15 bis 30, zeigen wir einfach den Feed. Und derjenige kann auch draufklicken dann und dort diesen Menschen folgen. Das zum Beispiel ist möglich. Genauso ist natürlich auch, das kennen wir alle, Quelle Internet. Ist eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt, lass uns das vielleicht ein bisschen zeigen, gar kein Problem. Wenn es steht Quelle Internet, ist es aber ein Ding. Und es zu der richtigen Quelle dann aber führt. Ist in Ordnung. Also man kann auch in Videos sozusagen verlinken. Genau, also ich experimentiere so seit einem Jahr ungefähr damit und wollte einfach so ein bisschen vorstellen, was ich da so gemacht habe. Vielleicht gibt der ein oder andere was mit. Teilweise ist das Ganze so ein bisschen nerdig irgendwie, aber es ist auch der eine Tool, das total einfach ist und das man wirklich auch sofort dann anwenden kann. Das hält ein bisschen damit erzielen. Ich würde mal einsteigen mit ein paar Beispielen. Das allererste ist ein Projekt von einer Kollegin und mir, bei dem wir mit der Technik Hauptsache arbeiten. Da kommt danach nochmal ein paar Beispiele. Ich würde einfach mal kurz zeigen, was wir da so gemacht haben. Ich hoffe mal, dass wir das mit uns noch ein paar Probleme haben. So, also das ist ein normales YouTube-Video. Aber unten sieht man schon, das zeigt Kontext an bestimmten Stellen. Jetzt sieht man, wo sind wir. Da könnt ihr jetzt draufklicken zum Beispiel und werden die Google Map übrigens da befinden. So, dann haben wir hier unter Text, der also da steht, habe ich ins Video eingebrannt, der ist markierbar. Dann könnt ihr jetzt einfach nur ausdrucken zum Beispiel. Ach, so, perfekt, aber das funktioniert jetzt. Da könnt ihr zum Beispiel auch Links reinpacken. Das habe ich zum Beispiel hier gemacht. Auf DVD erhält sich, ich klicke drauf. Bin ich hier auf der IMDb von diesem Ausschnitt, wo ich gerade bin. Okay, kein Affiliate-Link genommen, um noch Geld zu verdienen? Nee. Ich bin einfach, Sie haben es das erlaubt. Ich habe da einfach meine Produktionsnummer gedruckt und diesen Ausschnitt nutzen. Und das ist übrigens auch hier Text, markierbar. Das ist sehr geil. Da ist ein bisschen im Kopf, ne? Das steht ja drauf und auf dem Profil. Ich habe euch ständig erzählt, ich habe einen ganzen Tag Entschuldigung. Wiegen zu den politischen Zuständen, man hat reden, so weiter vergehen, das, und dann trifft man in der Kneipe, ja. Dann kann das. Ach, dann geht die Idee, da kennst du den. Man kratzt sich auf. Das ist ein YouTube-Video, das ist nicht irgendwie reinprogrammiert, sondern das ist einfach ein YouTube-Video. Und darauf habe ich dieses Tool aufgesetzt. Wir haben das, ja, das ist von mir. Sie hören das ein bisschen crazy aus. Das ist nicht von der Auto so. Jetzt extra so gestaltet, dass man auch nicht über den gucken muss. Die haben es aber so gemacht. Der erzählt aber was, zum Beispiel gerade eben über den Heliknopf. Da kann man, wenn man sich einfach nur draufklicken und das Video über YouTube reinziehen. Genau wie hier. Da erzählt er noch irgendwas gerade, wo man dann zum Beispiel den Link auf Wikipedia gesetzt. Da wird man besser verstehen, was da jetzt alles ist. Unten zusätzliche Erklärungen zu dem, was er da gerade erzählt. Aber das Video funktioniert auch so. Also man spricht ja auch ein bisschen von diesem Bild-Attention-Effekt. So. Wenn es dann überall blinkt und dann poppt dann was auf, dann kann es auch echt total wissen sein. Deswegen haben wir so versucht, dass man nicht unbedingt gucken muss. Man kann es natürlich auch jedes Video packen, ist auch kein Problem. Man legt es einfach als zusätzliche Layer. Und Umstände auch für das System, die ich dann so. Wenn wir noch kurz einen Schritt zeigen, das ist ganz interessant. Damit, auch wenn du das machst, funktioniert das nur auf deiner Webseite? Funktioniert das von YouTube? Das Regime. Also funktioniert auf der eigenen Webseite. Genau, also auf YouTube ist da nichts zu sehen. Das heißt, wenn ich so YouTube gehe, das ist
Das ist nicht nur für mein Video. Das ist ganz normaler Opera. Mit Vivi. Selbst hochgeladene Videos, natürlich auch selbst und so weiter. Also ich sehe einfach wieder und hier zum Beispiel, bevor man meinen Twitter-Account verlinkt, oder hier zum Beispiel mal direkt zu dem CC-Lied, das ich verwendet habe, kann ich selbst runterladen. Ist auch ganz interessant, jetzt zum Beispiel für die Komponisten, das habe ich denen auch gezeigt, sie haben sich auch total gefreut, dass man direkt darauf kommt. Das ist noch mehr als einfach nur CC irgendwas, sondern man ist dann direkt bei denen. Du hast ja schon selber gesagt, die verschiedenen Playtechnologien kann man ja auch bei YouTube und so, wie wir, kannst du ja auch kein Player branden. Kannst du nicht dann diese Features von Kommentar und Link auch einfügen, theoretisch? Also bei YouTube kannst du ja auch Links mit zu der bestimmten Sekunde reinmachen. Also, genau, auch bei extern Links. Du kannst bei YouTube nur intern linken. Du verlinkst dann zum Beispiel auch andere YouTube-Videos. Du kommst auch nicht raus. Kannst du. Als Partner. Achso, als Partner ja, als kannst Partner, du... Ein bisschen Partner geht auch nicht, nur manche Partner. Weil das hat nämlich er eben gerade gesagt, drüben in der anderen Session. Das hat mich eben auch gewundert mit den externen Links. Nee, wir sind auch YouTube-Partner, wir können es nicht, das können nur manche, habe ich auch schon gehört. Okay. Ja, die Co-Partner, ihr seid gleich. Genau, also mit den externen Links, es geht. Die kann man rudimentär unten in so einer Rauchrinne. Man muss eine Werbekampagne dafür starten, für dieses Video. Da kann man irgendwelche absurden Keywords nehmen, dass es nie aufgerufen wird, dass man nie was zahlt. Und dann hat man diesen Link drin, da gibt es auch Anleitungen. Hast du das schon mal gemacht? Ja, also das muss man probieren. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist klar, nee, aber andererseits, YouTube kann wirklich viel. YouTube ist ziemlich cool. Zum Beispiel hat der YouTube, dass man exakt an einer bestimmten Stelle ins Video springt. Zur rechten Maustaste Link kopieren. Da steht dann plus T gleich 37 Sekunden oder sowas irgendwie. Da kann man auch viele Sachen damit machen. Auch die Annotations haben alle jeweils davon. Das kann man auch einen Tacken mehr machen. Das ist auch jetzt wirklich weg zu dem Feld, der das kein Programmierer, ich habe das so ein bisschen gelernt, so Learning by Doing und so weiter. Es gibt aber Typen, die das auf jeden Fall noch die Spitze treiben. So, die Technik, die ich benutze, ist von JS. Also ganz kurz, HTML erkennt ihr und mit HTML und JavaScript kann man HTML-Inhalte sozusagen interaktiv machen, sozusagen. Genau, nicht mehr statisch. Und dafür gibt es Frameworks. Das ist zum Beispiel Popcorn.js. Man muss tatsächlich echt nicht viel programmieren können. Es gibt nämlich immer Beispiele, Plugins, und die man alle verwenden kann, man kann einfach nur für sich das dann anpassen. Auch natürlich, vielleicht ist für einen oder anderen ganz interessant, dass es das überhaupt gibt, und dann kann man sich den entsprechenden Programmierer eben dazu holen. Das mit denen gemeinsam machen, das ist natürlich sehr programmieren. Aber hier gibt es zum Beispiel viele, viele spannende Beispiele, ich will mal eins kurz rausgreifen. Das hier. So, wir haben das so gemacht. Hier fliegt das Bild rein, hier zu. Das weiß es eigentlich. Ich gebe mir was anderes raus, und zwar... Mein Name ist Arndt, Luisa Arndt. Ich wurde 1988 in Löbau, Deutschland, geboren. Da noch viel drauf, und hier wohnt sie in Löbau. Wenn Sie es genau angucken. Wie gesagt, muss ich mir überlegen, bringt es irgendwas, oder ist es hier einfach nur in Achterhütte, crazy? Viele Optionen, wo man das in der Storytelling-Feature einbinden kann. Und man kann auch direkt zum Beispiel auf Twitter linken. Da gibt es ein Beispiel, das heißt. Aber ich würde mal tatsächlich auf diese Popcorn-Demos hinweisen. Da gibt es nämlich ein Beispiel, das ist ein Text. Und anhand von diesem Text werden aktuelle Hashtags auf Twitter dargestellt. Das ist gerade irgendwie unter Twitter zu diesem Thema. Was wiederum ganz spannend ist, dass man dann auf unseren ich weiß, sind alle meine Vorfahren deutsch. Eines Tages, während ich im Internet surfte... So, spannend natürlich auch ist hier ein Beispiel von der New York Times, die noch mehr benutzt haben als dieses Popcorn.js, aber ist auf jeden Fall...
Die haben die State of the Union-Regel von Barack Obama genommen. Das ist ein klassisches Beispiel. Die gab es überall in den USA auch noch, das hat die irgendwie verteilt und so weiter. Aber wer will denn einfach mit 40 Minuten reden können? Klar, natürlich, wenn es der Leid ist und so. Aber nicht unbedingt jeder. Das hat die New York Times gemacht. Ich tue einfach mal Play. Man sieht es hier, wir haben parallel Transkripts mitlaufen. Was er erzählt. Links kann man aber gehen, sonst sagt man, oh, das ist nicht alles nicht, aber ich interessiere mich vor allem mit den Bildern. Geht hier drauf, so, bin ich an der Stelle von dem Video. Wo er über Ticket. Ein bisschen, aber hier auf jeden Fall ist zum Beispiel der Transkript von was er erzählt. Ja, klar. Diese Transkription, muss man die jetzt sozusagen manuell erstellen oder wird die gleich mit automatisch generiert? Auf Englisch geht es tatsächlich. Es gibt Transkriptsoftware, die kommt ja alles auf Englisch raus. Echt? Ja, aber es ist einmal machen, sogar YouTube. Ja, es gibt bei YouTube, funktioniert echt gut, ist mal getestet. Leider nicht auf Deutsch, oder? Noch nicht. Nee. Musst du aber trainieren halt mehr, weil System nicht so gut sein. Du musst da extrem hoch schauen. Also, Premiere kannst du natürlich selber, naja, also Premiere kannst du, wenn du eine Tagesschau nimmst oder Tagesthemen oder so, das funktioniert fast perfekt. Wenn du selber sprichst, ja, man ist selber ist halt ein Sprecher, aber dann geht's und geht da nicht so viel. Und ansonsten hat es noch einen gewissen Comedy-Faktor. Ja, hallo. Nee, also tatsächlich, es gibt dann auch wieder so Frameworks, dann sagt man dem einfach, kriegt man das Video durch und der ist das Skript dann da und dann kann er das verlinken und so weiter. Deutsch bestimmt auch gearbeitet, aus dem Sinne von Uni-Forschertypen sind natürlich gerade draußen. Es gibt da auch Anbieter. Ja, genau, kostenpflichtig, aber auch teilweise. Dann sagen wir den Uni und die, das tippt es nicht ab, sondern lassen schon ein. Was die New York Times darüber macht, vom Storytelling her genial, ich mache den Fact-Check. Also da hat er erzählt, stimmt es dann. Und das ist halt eine richtig geniale Reaktion der Leistung für mich. Was erzählt er da gerade? Das ist das. Strukturiert, politisch, stimmt alles gar nicht, völliger Quatsch. Oder stimmt oder sonst was. Nicht ein extrem gutes Beispiel für die Technik. Ist auch extrem aufwendig, aber. So, noch ein Beispiel von jemandem, der hat nämlich über die ganze Geschichte den Lore geschrieben. Open Hyper-Video Project. Bei Boxing Chrome. Das Interessante ist jetzt nämlich hier oben, das ist eins, das auch noch eingehen wird. Und zwar bisher ist es ja wie gesagt so, Videos sind eigentlich bekannt. Man schneidet mit Final Cut oder sowas, legt in ein Video fertig und hat nachher einen MP4 oder sonst was. Oder GarageBand oder was weiß ich was, oder sein YouTube-Video und hat sonst nichts mehr. Man kann bei YouTube zum Beispiel tatsächlich genau an Sekunde 32 springen, am Schluss, wenn man T gleich 32 macht und so weiter. Dennoch ist es aber so, dass er jeden einzelnen gedrehten Videoschnitzel einfach roh hochlädt. Und in Code dann einfach dieses Video zusammensetzt. Eigentlich fragt man sich ja, was soll der Quatsch? Ist vor allem, sag mal, für Reaktionen jetzt den Vorteil, du bist total transparent. So, Leute schneiden teilweise Interviews echt dubios zusammen. So. Also kürzen da was raus und so weiter. Wenn du aber dann den Leuten die Möglichkeit gibst, zu sagen, nee, ich will mal den kompletten Motor angucken, so, ich lege mal einfach hier drauf, dann ist das Video schon online. Also man schneidet sozusagen im Browser. In Code kannst du nachverfolgen, was wurde im Video gemacht. Genau das gleiche geht mit Effekten und so weiter, da kommt man nachher mal drauf. Das hat er jetzt zum Beispiel gemacht, das sieht man da oben eben. Und das ist natürlich, wie gesagt, bei YouTube auch möglich, dass man da direkt an bei Sekunde 30 geht, oder? Das heißt eben, was denn genau. Man sieht ja Videos, es ist halt der Video, und der auch. Ein Teil davon genommen, glaube ich. Beziehungsweise hätte ich das Ganze laufen lassen, aber es gibt ja noch Ausschnitte, wo dann steht es irgendwie zwischen Sekunde 15 und 20. Und da kann man total die Transparenz nachverfolgen, was ich der geschnitten hat. So. Ja, das ist so ein Video mit 20 Minuten und das Video nur den Teil oder? Das ganze Video mit 4 Stunden und das weiß ich nicht genau. Ich denke, also. Wenn er so kurz ein Stück hat, da kann ich sehen, das ist gute Kohle.
wenn es so 20, 30 Sekundenstücke sind, geht es recht flott. Aber gerade haben wir auch gesehen, zum Beispiel dieses Obama-Video, das war ja nativ HTML5, aber war dann, das ist dann in MP4, auch bei einem oder sonst was irgendwie, da vergebe ich dir an. Ich denke, das ist ein recht schnelles Internet. Das kann natürlich dauern. Also man muss auf jeden Fall bei solchen Sachen auch seine Codecs gut wählen, Bitrate einstellen. Genau, ach ja, interessant ist eigentlich die ganze Geschichte. Eigentlich muss man sagen, cool, das macht mit Flash. Also, geht teilweise auch. Aber Flash ist ziemlich uncool, weil Flash funktioniert nicht auf dem iPad, nicht auf dem iPhone, ist allgemein eine Strompresse und alles, was mit Flash gemacht werden kann, kann auch mit offenen Web-Technologien gemacht werden. Das ist so eine offene Web-Technologie. Alles, was wir da sehen, das ganze Zeug da irgendwie funktioniert alles auf dem iPad und auf dem iPhone. Ich gehe einfach mal auf ein paar jetzt noch ein bisschen freakigere Beispiele ein, damit also die mit heute noch ins Tool kommen. Ich muss hier nur raus. And the thing about an operating system is that you, I mean, you're not, never ever supposed to see it, because nobody uses an operating system. People use programs on their computer. And the only mission in life of an operating system is to help those programs run. So, an operating system means synchronisieren. Ich habe vorhin kurz davon gesprochen, von dem Fakt, dass man in After Effects zum Beispiel oder in Final Cut am Schluss einfach eine Rohdatei rauskriegt, die dann fertig ist und nicht mehr große Arbeit war. Man kann tatsächlich sogar Motion Tracking im Browser machen. Das ist total egal. Das ist einfach ein Video. So, das ist auch jetzt hier das Bild drauf. Kann ich draufklicken. My name is. Und man kann zum Beispiel sagen, das ist eine interessante Rohdatei. Hier, ne? Kann man eben, was man da machen kann, ist, man kann sie personalisieren, die Designnamen an und wie zum Beispiel keine Ahnung, wo es gut sein soll. Ich glaube, es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, wo das mal sein ist. Angebildet werden. Excellent. Okay. And my name is. Ja, jetzt machen die doch irgendwie. My name is. Noch ein Beispiel, was ich jetzt zeigen wollte, dass ich ein Stichwort HTML5. Wo man es mal wirklich anschaulich sieht, was da ungefähr passiert. Also, ein Video wirft sogenannte Media-Events. Das heißt, das ist einfach ein Video jetzt hier. Weil man sieht, da passiert total viel mit der Update. Und jetzt sieht man, oder zum Beispiel hier, Volume Change, da unten seht ihr das? Wirft einen Wert. Man kann zum Beispiel sagen, if Volume gleich, keine Ahnung, 0 oder sowas, dann blende Untertitel ein, weil du weißt, die Leute hören nicht mehr zu. Als Beispiel. Dann kannst du natürlich auch sagen, wo wurde hier in der Richtung gerade gespult, also jetzt gerade einmal gespult. Man kann hier dann natürlich das Video, das ist auch interessant, von außen der Gestaltung, man hat nicht nur den Play-Button, sondern sag einfach hier, mit dem Button für springt 10 Sekunden vor, springt 10 Sekunden zurück. Das ist zum Beispiel extrem sinnvoll und deswegen ist eines der Hauptprobleme von Videos, dass sie zum Beispiel 4 Minuten lang sind und ich keinen Plan habe, was da drin vorkommt. Ich habe irgendeine Überschrift, vielleicht ein Thumbnail bei YouTube und so, mal alles zu gucken, aber ich gucke eigentlich so kein Video fertig. Die ist die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache Kapitel, die kann ich ja irgendwie designen. Und dann kann ich irgendwie sagen, hey, keine Ahnung, in so einem Balken oder sowas in der Richtung. Die verlinke ich dann in solchen Button, wie zum Beispiel zeitgleich, so 30 oder sowas. Oder ich kann verlinken, überall, wo das auch so und so gesagt wird. Oder alles Mögliche, weil ich kann jedes komplette Video von dem aufpassen. Also, das sind jetzt Buttons, die man dem User anbietet. Zum Beispiel, genau. Die sehen natürlich nur 30 aus, nur ein Beispiel, was da so im Video so alles passiert hier.
Das sind alles Media Properties, also Eigenschaften sind hier, Größe und so weiter, bla bla bla. Current Time, immer auch da unten, das ist die Zeit, die läuft. Und das müssen Sie sich vorstellen, das kann man in Downcode, also wirklich mit vielen einfachen Frameworks, das auch politisch programmieren zu können, manipulieren. Aber Programmierer können wir richtig gute Sachen mitmachen, das wir vorhin schon gesehen haben. So. Und noch eine Nummer, noch ganz zum Schluss, wenn Sie mal ein bisschen Beispiel, was ich auch wirklich abgefahren finde, ist folgendes, das ist nämlich Chroma Key live im Browser, das heißt, er hat hier ein Musikvideo gemacht. Das sieht so aus. Und wir können es live, das ist nicht nur das andere Video, das ist genau das Video, denn zeigt jetzt nur, wo blöd ist. Das ist direkt im Code. Das Video ist die erste von Framework Pass. Genau, ich mache dazu sagen, das ist das, was ich mir gerade vorstelle. Alles ist kostenlos. Alles Open Source, kann jeder verwenden, kommerziell, nicht kommerziell. Bockmanche zum Beispiel mit Mozilla zu. Das machen da viel dran. Und das kann jeder benutzen, wie er will, und nicht zu bezahlen. Das Keying, wird das Keying dann einmal für dieses Video eingestellt? Also ich kenne es ja von Keying, hat man ganz viele Werte, die man ganz diffizil einstellen muss, mit Toleranz, bla bla bla, und Spill-Faktor, Zeug. Also wird das dann da einmal eingestellt, oder hat er das jetzt gemacht, damit es jetzt gut aussieht? Weil das war ja auch nicht die sauberste Greenscreen der Welt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich denke aber, es wird dann vorberechnet, und man kann es dann vielleicht noch irgendwie live verändern. Man kann es noch heller machen, dunkler, sonst in der Richtung. Aber ganz normal, wenn du mal seriously JS googelst, also ich packe auf jeden Fall auch die komplette Slides auch noch online, jetzt mal draufklicken, da wird es komplett erklärt. Und wie gesagt, ich habe von dem ganzen Zeug auch nicht mit allergrößte Ahnung. Ich habe es halt mal teilweise probiert, mal eingesetzt, aber man sieht halt wirklich, was damit möglich ist. Aber es kann natürlich nicht komplett gleich gerettet werden. Genau, du brauchst es erst noch ändern und so weiter, das geht ja nicht. So, jetzt hier wieder schön im PowerPoint-Style. genau, also das ist halt genau das Hauptproblem. Texte, Medienelemente sind Videos eingefangen. Man filmt Tweets ab, man packt YouTube-Videos rein. Das ist auch eigentlich ein großer System, kann man ja, das war gesagt, zeige mir auf dem Video Sekunde 13 bis 19 von diesem YouTube-Video. Das heißt, das ist einerseits der Vorteil der Original, diese Quelle, der diese Menschen als einen Klick, kriegt seine Kohle, wenn er verhandelt ist. Ich habe das Material gezeigt, ich habe trotzdem nachfragen. Aber so hat er wieder voneinander, dass man das Originalmaterial von anderen Leuten auch in solchen lauten Medien embeddet. Und alle was davon, und wir haben kein Copyright gekommen, die Nachfragen ist immer noch gut, aber derjenige hat einen Klick mehr als ein Handy. Das ist das Hauptding vom Web, ich denke gerade ist ein Hauptproblem, dass wir so proprietäre Geschichten haben, wo dann diese abgefüllt wird, Internet und dann nicht mehr geguckt wird aus der YouTube-User und den fragt man nicht mehr und so. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie man dem entgegenwirken kann. Genau, hier nochmal Audio und hier proprietären Plugins dargestellt, also Flash. Früher so Real Player und so Zeug, irgendwie ist es nicht mehr so. Jetzt ist das Zeug komplett einfach immer im Browser. Man sieht auch im Quellcode, wenn man es mit dem bisschen reinlegt, so, was passiert denn das ungefähr? Also zu tief lassen kann ich so, genau das Hauptproblem sind halt Videos, sind nur irgendwo neben dran. Es gibt zum Beispiel ja, YouTube-Videos, die werden embedded. Finden wir den Text. Man sieht sonst eben im Spiegel, also irgendwie den Text, dann haben sie noch ein Video dazu, das wird dann auch noch reingeblockt. So. Aber was wir machen können, ist zum Beispiel, es gibt die Rede von Angela Merkel, respektive von Barack Obama. Er sagt ein Zitat. Wir können einfach, wir sprechen von dem Zitat und zum Text, verlinken dann direkt auf die Stelle in YouTube-Video oder in Video. Und nicht, dass man dann erst da draufklicken muss und dann wieder da umspringen oder so, sondern kann einfach alles miteinander verbinden. Total viel Text. Genau, das meine ich, der Hyperlink-Struktur. Das ist ja das Interessante daran. Also wir können individuell alle Videos gleich verlinken, an sich mit 3, 5, sonst was irgendwie, oder wenn das und das Wort gesagt wird. Aber auch andersrum, was ich vorhin gesagt habe, wir sind an der Stelle, haben eine Bauchbinde und wir legen dann wieder raus, die anderen Inhalte. Wie
Videosetting auf Veränderung der Seiteninhalte ist auch genau diese Geschichte vor den Buttons. Oder zum Beispiel, wir steuern das Video nicht einfach mit dem Playbutton im Video, sondern haben den Playbutton ganz woanders. Oder springen an die entsprechende Stelle. Das sind ganz wichtige Möglichkeiten. Auch jetzt natürlich ein großes Ding ist vor allem, wenn man Texte wieder hier an der Seite mit reitet, wenn die dann wirklich im Quellcode sind und wenn man die so sehen kann, nicht eingeplant sind. Einerseits von Suchmaschinen gefunden. Meldest du dich gerade? Ja. Ja. Also, wenn du jetzt sagst, ich kann halt die Elemente einfach irgendwo auf der Seite verteilen, dann haben wir wieder das Problem, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, dann gibt es 30 Lösungen und 45 verschiedene Versionen, wie man es baut, und dann rufe ich eine Seite auf und dann muss ich erstmal den Play-Button suchen. Ja, natürlich, das und ist Quatsch, absolut. Ja. Aber es gibt halt zum Beispiel Möglichkeiten, ich denke am plausibelsten ist, du verlinkst den Teil der Rede, über der gerade gesprochen wird oder sowas, ne? Mit einem normalen Link. Und klar, dann gilt es natürlich zum Beispiel, das passende Symbol zu finden oder sowas in der Richtung. Aber man muss natürlich aufpassen, das ist kein Zeug, kann man unglaublich verwirren. So. Aber ich denke, wir haben zum Beispiel, also unser Ding mal, wenn ich es fürs Wissen, ich habe am Schluss gedacht, es ist so viel Zeug, das nervt total, man spricht auch eher für den Split-Attention-Effekt und so. Und ich habe das einem Kollegen, Edward Black, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den, dem habe ich das mal gezeigt und er meinte, er findet es überhaupt nicht so, im Gegenteil. Er könnte noch mehr, weil er hat sowieso 10 Minuten bei seinem Handy noch angehabt. Dann hat er gemeint, ach, das ist gar kein Problem. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, auch die Sehgewohnheiten. Also es gibt jetzt auch nicht so viel, aber es kommt drauf an. Und ich denke, wir haben jetzt die Möglichkeit zu experimentieren, sollten es mal machen, wenn es scheiße ist, dann machen wir es früh. Aber ich glaube, wir können da schon ein paar Sachen verändern. Kannst du nur einen Link, kann ich nur einen Punkt verlinken? Nee, alles. Oder kann ich mir eine virtuelle Timeline so, zusammenbauen und sagen, ich nehme den Content aus 100 Videos und ich habe irgendeine Seite mit, keine Ahnung, 100 Videos aus YouTube und Account. Und wenn ich dann draufklicke, erzählt er mir die Geschichte aus dem Video. Genau. Okay. Ich gebe sogar ein Beispiel. Wie ist bei den Popcorn-JS Demos? Das ist ziemlich abgefahren. Und zwar, die haben, ich glaube, 200 Schüler in die Frage gefragt, und immer ein Video dafür gemacht oder so. Oder so in der Richtung und haben es dann einfach nacheinander abgespielt in einem Layer. Also das Coole daran, ne? Also wir haben diese. Derjenige, dessen YouTube-Video wird aufgerufen, der kriegt seinen Klick, der kriegt seine Mehrwerbung, dem seine Werbung einbildet, sonst was irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind halt. Wir sind. Also, theoretisch. Und ein Riesending ist zum Thema Barrierefreiheit. Weil es nämlich so, dass, ich weiß nicht, wie es hundertprozentig funktioniert, aber Blinde haben Devices, wo sie Text fühlbar bekommen. Ne? So was gibt es ja irgendwie, sowas in der Richtung. Videos ja nicht, ja, können Sie hören, aber vielleicht. Grey Zeile aus. Ja, ey, das ist die Öffnung, die so. Ja, das ist irgendwie was in der Richtung. Aber andere Inhalte, es gibt auf jeden Fall diese Möglichkeit, dass wir jetzt den Text, der aus dem Video rausholen, dann kann der dann auch fühlbar werden. Das hilft aber nicht bei der Kanzlerin. Was dann auch ganz interessant ist. Taubstimme. Ja, Blinde können das dann fühlen, aber man könnte es wahrscheinlich auch, wenn die jetzt wahrscheinlich auch in Sprache umsetzen, ist quasi der Text dann gewesen. Genau. Genau, und das ist auch das nächste Interessante, man kann das dann zum Beispiel, es gibt dann einen Google Translate, der kann on the fly live übersetzen, was da gerade passiert. Das heißt, man hat sofort ein Video aufs Vorhängen. Es funktioniert total schlecht, aber es wird daran gearbeitet. Das ist das Ding, es wird geforscht und es wird immer besser, 15.000 so wenig. Machen es noch besser. Aber man kann natürlich das auch leichter übersetzen. Wenn man, sag mal, zum Beispiel den Text, man kann sich dann rauskopieren und dann selbst übersetzen und muss nicht davor sitzen, den abtippen zum Beispiel. Es ermöglicht Videos, es gibt auch eine Seite, jetzt universalsubtitles.com, und das ist eine Community, wo die Leute halt wirklich alle Videos übersetzen. Das heißt, man hat nicht nur das Video in Deutschland, sondern plötzlich wird es in einer Dauerabfassung interessiert und übersetzt es aus einer Community. Ein recht schöner Gedanke finde ich, so, dass wir international werden können. Und da hilft diese Technik auf jeden Fall auch dabei. So kurz, was du gerade zu den Blinden sagtest, da geht es dann auch gar nicht darum, was in dem Video gesagt wird, sondern dann kannst du zum Beispiel auch hingehen und eben eine Bauchbinde, die angezeigt wird, wo der Name des Sprechers gezeigt wird, das, was eben nicht gesagt wird, das kannst du dann dem Blinden einblenden.
der kann die Texte ja hören, das ist ja nicht sein Problem. Ja. Aber eben alles, was du an zusätzlichen Informationen einblendest, das kannst du ihm zur Verfügung stellen. Genau. Da wird es dann wieder interessant. Ja. Den Support für dynamische Transparenzprojekte finde ich eine super spannende Geschichte für Journalisten. Das ist ultra transparent, man kann nicht mehr ein Profil so hinschneiden, wie man Bock hat, sondern sieht dann nachher das komplette Interview. Macht zum Beispiel Zap auf, da kann man zum Beispiel auch das komplette Interview sehen. Muss aber extra noch draufklicken und dort kann man sich diese Technik selbst nachgucken, was hat der da wirklich gesagt, was wird da geschnitten. Hier ist natürlich so ein Ding in der Praxis, mir fällt die Kamera unter, ich schreibe auch Scheiße, will ich natürlich nicht, dass es nachher irgendwie da drin ist. Aber es gibt ja bestimmt einen Mittelweg. Ja. So, jetzt ganz kurz ein bisschen nerdig. Was man macht, ist, man erstellt eine HTML-Datei. Irgendeine Type HTML. Dann klickt man diese JavaScript durch. Auf Cockroach.js steht, wie das geht. Das ist einfach Copy und Paste. Dann ist sie drin. Dann nimmt man YouTube oder Vimeo wieder, Video oder sein eigenes, das man mit dem Professor hochlädt. Das muss man eigentlich können, aber ich denke, das können die meisten von euch. Und dann nimmt man einfach so ein Plugin von Popcorn, das steht da. Ganz einfach, wie es funktioniert. Das sieht mal wie so aus. Achtung, Medien drin. Eine Variable, ein Popcorn-Video, also der Version diesen Container auf, der so heißt. Und an dem macht er den Footnote, das ist ein Untertitel. Der startet das für die zweite Version der 6 auf und sagt Hallo. Und das ist dieses Element. Man kann hier bei Text auch einen Link einbauen. Das heißt, das habe ich vorhin mit dem Bauchbild gemacht. Wird auch noch komplizierter, aber eigentlich das Gute daran ist, diese ganzen Open-Source-Geschichten, die sagen auch Leute, kopieren uns so ein Framework, das ist ja der Gedanke daran, wir müssen nicht bloß die machen es total einfach, wir bieten eine Abschied, eine Schnittstelle, und wir können da relativ gleich, wir tragen nur Sekunde 5 und 8 ein, und wir machen den ganzen anderen Scheiß für euch. Das macht zum Beispiel jetzt dieses Ding, das ist der sogenannte Popcorn-Maker, das ist ein Original-Ding, das ist so heißt. Und ich zeige dir mal ganz kurz, das ist wirklich ziemlich cool. Weil das ist nämlich ein Schnittprogramm im Browser. Das Ding ist noch Beta, Alpha, was weiß ich was. Wird aber im November noch vorgestellt auf jeden Fall. Dieser Link ist wirklich, den kann man nicht echt schweifen. Also das ist echt eine spannende Geschichte. So, meine konzentrierte Vorlage. Ich habe zum Beispiel gesagt, mach mal zum Beispiel einfach das. Kurz zum Überblick. Na, jetzt kommt man. Irgendwas. Und er erzählt, er ist irgendwie tatsächlich für Los Angeles. Und dann geht die Karte durch Los Angeles. Ich sage halt irgendwie, nee, Moment, ich will für die Karte jetzt wollen Berlin anblenden. Ja. Dann darf ich zurück. Guck, Blade. Guck, ist in Berlin. So. Und so können wir total easy unser didaktisches Video zusammenstellen, was wir zum Beispiel so mit Karten erklären wollen. Man kann auch Bilder erkennen und so. Das ist einfach ein Schnittprogramm. So, oh Gott, Vorbild, geht hier hoch. Ja, das ist so. Und dann kann man hier, genau an der Stelle, einfach sein Bild erkennen. Und vor allem, einfach in URL. Das ist blöd, wir nehmen einfach das Originalbild, klar uns nicht, der kriegt seinen Klick. Oder auch nicht, ist ja nicht der billige Zielpixel. Okay, recht, das muss man natürlich mal gucken. So. Kann auch sein eigenes auf jeden Fall nehmen, auf jeden Fall mal sehen, irgendwie was nicht WMW, sonst was irgendwie. Und dann wird es genau an dieser Stelle angezeigt. Ist total simpel und am Schluss kommt dann so ein. Ach no, spannend, Twitter. Oh Gott, okay, jetzt. Ah. Und dann, ja, da ist zum Beispiel an dieser Stelle, soll er bitte nicht nur Google Maps erzählen, sondern alle Tweets von Popcorn.js. Oder ich denke, es wäre auch ein Hashtag. Oh, weiß ich. Das ist vor viel Effekt. So, jetzt erzählt er irgendwas, er sagt zum Beispiel, in letzter Zeit passiert das und das mal, aber wo guckt man es denn? Ah. Na, total toll.
Wir sind zeitversetzt gerade. Ja, das macht ein bisschen Klassisches Beispiel, Nachrichtenstreik erzählen, irgendwas da war, Bombe explodiert, beziehungsweise Bombe gesprengt, Mietensparing, um dann aktuell dafür Miete zu laufen. Kann interessant sein. Ich will noch ganz schnell ein anderes Template zeigen hier. Scheiße. Das schneiden wir raus, ja. Machen wir so aufgenommen. Und in Wien, oder? Ach, ach, den gefunden. Da haben wir das hier. Das darf nicht, weil ich noch Newscaster, das ist auch ziemlich abgefahren, weil. Kann schlecht sein, aber. Ah ja, hey, so, wir können das Video haben, wir werden einfach hier YouTube-Adresse angeben, hier jetzt, oder eigentlich. Ich will mal kurz den Vorzug nicht überstrapazieren, aber ich glaube, hier ist ein bisschen mehr. So. Lass mich weitermachen. Das hier ist wieder markierbar. Hier auch, das ist alles gerade rausgerechnet, live aus dem Bright Hand. Das nicht, das ist ja eigentlich auch. Ich glaube, dann kriegst du mit Marken weg. So, mein Glück. Wie stellst du den Leuten dann zur Verfügung jetzt, wenn du da drin sozusagen jetzt bearbeitet hast? Genau, das gibt es nachher jetzt im Haus. Ah, okay. Und da kommt dann ein Quellcode raus. Ich glaube, Publish. Ja, ja, schön, das machen wir mal. Okay. Da habe ich ehrlich gesagt so auch nicht gemacht. Ach, hier, warte, kommt immer. Gibt es immer das eine Anzeige? Ja, man hat sich anzeigen. Das heißt, es ist for free, es ist Open Source. Und dann kriegt man tatsächlich sogar 5 Jahre. Ah ja, das ist jetzt genau. Wie gesagt, ein bisschen weird alles, aber einfach copy. Hältst, nicht ganz, muss man anpassen. Aber es ist wirklich easy. Und dann halt meldet halt die Buchladen und das funktioniert. Lässt sich auch in ganz normalen CMS, in geschlossenen CMS, wenn man irgendwo arbeitet, wie ich in meinem CMS zum Beispiel, kann man sowas auch einbauen. Dann packt man sowas einfach in einen normalen Text rein. Schreibt einen Text und macht sein Video so. Das ist doch welche nur die Bibliothek eingenommen haben. Genau, eingenommen. Das ist. Nee, das ist JPEG. Jetzt braucht man, das sind die. CSS. Hier. Mhm. Genau. Gott, jetzt gibt es halt eigentlich unten. Hier Popcorn und Photoshops, die ganzen Bibliotheken. Okay. Ja. Und dann hier bla bla bla, völlig egal, hier seht ihr das vorhin gezeigt hat. Einfach Copy-Paste rein. Und es ist trotzdem selbstverständlich. Man checkt nach der PUA-Schleife geschrieben, ändert kurz den Code. Oder eben hier drin. Und das ist einfach das Ding, das ich zugesetzt habe. Muss ich auch mal ein bisschen häufiger einsetzen. Zwischen View Source und Publish ist ja ein Unterschied. Zeigt dir jetzt alles, was du an der Seite da hast. Und nicht das, was du später generiert kriegst. Ich glaube, View Source hat schon ein bisschen gemacht. Ich glaube nicht, dass ihr die ganze Seite zeigt. Das ist ein bisschen dubios. Wenn, dann muss man hier. Das View Source ist nur das Video und eben die Effekte, die in dem Video sind. Genau. Also View Source, was du jetzt meinst, wäre, wenn ich hier diesen Quellcode angucke. Achso, okay, dann ist das für schon. Du weißt, was ich meine? Dann ist das für Source. Du hast den nicht, den Source, nicht den Code der Umgangskasse. Ja. Nee, das nicht. Ja, achso, genau. Das kommt gar nichts mehr. Ja, am Anfang war es ein Port, finde ich. Der sieht weiter. Portierbar, Link rein. Seht ihr den Effekt, absoluter Effekt, alles im Browser, kein Flash, kein gar nichts, könnt ihr alles mitmachen. Vor allem das eigene CSS, eigene Layout, eigene Nebel für eure CSS, eure Seite nehmen, sind wir sofort. Embedden, WordPress, alles online. So, weißt du, ob jetzt Google zum Beispiel jetzt mit einer Suchmaschine, erkenne ich nie, dass das ein Text ist, der in den Videos auszuführen, oder kennt er nur Text auf der Webseite sozusagen? Gute Frage, ich denke, Google ist ein Checklist. Wäre aber auch ganz gut eigentlich. Dann zeigen wir alle, ja, ich denke ja. Das wäre gut, wenn Google erkennt, dass das Teil eines Videos ist. Bestimmt, ja. Also, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall in diese Richtung gehen wird. Google ist ja auch in jedem Fall möglich, jetzt sind die nicht, jetzt auch offen Web-Technologien und machen da auf jeden Fall auch mit in den Zeug. Ich habe 2 Blogbeiträge darüber geschrieben. Ziemlich lange länger, einmal von den Flash-Kurs für Journalisten. Total nerdig, aber vielleicht kann man zwei Daten da mitnehmen. Darüber ist genau das Web und Herbie Popular Journalisten. Da schreibe ich genau dieses Flüsterwitze-Projekt und was ich da so gemacht habe und habe es versucht, recht ein
einfach irgendwie. Ich stelle es auch online, aber. Genau, dieses Slide werde ich, keine Ahnung, nachher kurz auf Slideshow hochladen. Und wenn das dann hier total schön layoutet zum Abspielen. Welches Medium, ja. Und genau, die Karawane.de ist mein Blog, da versuche ich einfach so ein bisschen so programmieren, weil ich nicht programmiert, ich weiß nur, wie man das irgendwie zusammenkopiert. Ob es funktioniert irgendwie. Und dadurch wird er zum Beispiel. Dankeschön. Slideshare. Aber es ist bitte. Ja, genau, so irgendwelche Fragen oder vor allem eben auch, mich würde wirklich interessieren. A, diese Programmiernummer, findet ihr, das ist total Quatsch, dass man sich da einlässt als Journalist, als Videomanager und so weiter? Oder denkt ihr wirklich, man braucht in Zukunft so ein bisschen Skills darin? Ja. Also ich muss ja wissen, ich glaube, dass man das ein bisschen können muss, wenn ich da was wieder erzählen will. Und das scheint ja nicht die ganz große Hürde zu sein. Nee. Und ich glaube, wenn ich das anwende, wenn ich es benutzen kann, dann kann ich mir auch überlegen, wie lege ich das Ganze an. Ich denke gerade, dass die Bauch bieten, wie ich den werden finden. Dann habe ich ein paar Mikrofonen zu teilen. Es gibt halt im Endeffekt einen Standard. Nach dem Motto Person XY, wenn ich das so mache, ist es genauso verstärkbar, dass mit dem Kontrollierungspunkt und deshalb finde ich es. Oder Google findet es genau deshalb. Und nicht weil ich mich vertieft habe, sondern weil es von mir auch jemand anders machen würde, was das andere. Zeige mir alle Videos, wo die Bauchbild für diesen Typen da ist. Oder den Namen. Oder zeige mir alle Videos, die dann wieder merken. Das ist das Spannende, aber genau. Es sind keine Videos. Hier. Aber das ist das Spannende, man kann alles auf der Webseite kombinieren, wie man will. Und als anderes tatsächlich, da links ja hin und her so, dass irgendwie die Beispiele fand, die irgendwie halbwegs ganz in Ordnung und irgendwie auch ätzend, ich will die einfach nicht im Video. Ich fand das, hat mir jetzt einfach super viel gebracht. Ich arbeite noch nicht sehr lange in der Agentur, aber ich habe halt so oft schnell das Thema gefragt, kann man das so machen, dass man das Video irgendwie. Dass man da irgendwo hinklicken kann und einzelne Abschnitte anklicken kann, ich muss halt nur sagen, geht und Flash. Das war jetzt alles neu für mich und ich finde das super geil, ich werde das auf jeden Fall anwenden können. Und, aber ich denke, es wird noch dauern, weil meine größte Hürde, die ich habe, ist, wir machen YouTube-Videos und da kommt der Anruf und wir hätten gerne einen Video. Ja, absolut. Die Kommentare. Also, Moment, kommt man schnell essen. Ja, genau. So, und dann muss ich erst wieder ein Schnittprogramm, muss ich erst wieder meine Bauch binden. Reingehen, dann muss ich das erst wieder machen, dann wollen wir nichts mehr mit super vollwertig und super schön, sondern das Abgefahrene dieser ganzen Geschichte ist, das funktioniert mit jedem Browser, überall, das hat bei 5, nur nicht auf Internet Explorer 6. So, das heißt, den Einwand wollte ich als Webentwickler gerade eben noch geben und der ist erstaunlich weit verbreitet. Genau. Und ich weiß von Programmierer-Sessions, dass Microsoft jedes Mal, wenn der Zähler wieder irgendwie 1000 weniger hat, einen Kuchen ausgibt. Das ist so. Und es ist mittlerweile relativ wenig. Es hat immer weniger, also wir sind deutlich ab. Man muss dann, habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe eine Weiche eingebaut, wenn ein Internet Explorer dann zeige ich, wo die mit Hilfe sind, nur ein YouTube-Video. Und unten steht, hey Leute, ihr Pech gehabt, ich habe Kunden, die 100% IE7 haben. Also da kann man das nicht einfach genau, so genau. Dann hast du da ein bisschen Problem, aber diese Browser wird ja verschwinden und es gibt auch Fallback-Lösungen. Ja, es gibt Fallback-Lösungen. Es gibt so ein paar interessante Geschichten, zum Beispiel, habe ich gehört, es gibt ein Riesenprojekt bei der Süddeutschen, die haben diesen Bahnmonitor, also die machen so ein Datenjournalismusprojekt, HTML5. Total tolles Projekt, gefällt mir richtig gut. Hatten es vorgestellt in Hamburg, auf einer Konferenz, mit der ich auch war. Die hat dann erzählt, ja, es hat total veröffentlicht und alle Kollegen aus dem Print hatten es dann gesehen. Aber keiner konnte es öffnen, weil IE6 ist der Hausbrowser für Süddeutsche, von der kompletten Süddeutsche. Und dachte, die müssen hier online, das funktioniert nicht so. Ja, das ist das Hauptproblem, was wir noch haben. Flash funktioniert überall, außer natürlich in Flipzeugen Designs und ist allgemein doof. Das stimmt aber auch nicht, weil also so eine Firmen, die mit so alten Browsern arbeiten, die haben, also ich habe auch Kunden, die haben Flash abgeschaltet, die haben keinen Flash in der Firma. Oder so, also es ist nicht so, dass Flash die Lösung übrigens früher war und jetzt ist es das, sondern es ist einfach ein Wandel, der passiert und die würde auch
dass du sagst, natürlich muss man sein Video vielleicht vorher auch schneiden, wenn man es auf einer Plattform abgeben möchte oder muss. Aber für bestimmte Sachen finde ich das super. Zum Beispiel insbesondere, und wenn es nur die Verlinkung ist und vorhin zum anderen Content oder zum weitergehenden Content oder das finde ich absolut, absolut genial an dem Tag. Also die Leute haben ja einfach nur Angst, wenn es digital ist und 0 und 1 und dann haben sie nichts. Wenn Sie eine Ausgebung wollen, wollen Sie etwas kaufen, dann wollen Sie etwas in der Hand. Gibt es hier eine leere DVD, weil die sowieso niemand an. Da schreibst du den hier drauf, wer sollte. Du filmst einfach den Bildschirm nochmal ab. Das ist ein Selbstverständnis für dich. Dann machen wir das Screen. Es gibt einen Asia-Shop, der mehr charged, wenn du mit IE6 einkaufst. Ja, ich kenne es von Mac. Weil die Leute sagen, die Leute, die Mac haben, haben wir cool. Und dann ist so die Preise.